wunderschönen guten Abend. Die Leute, die Hälfte der Leute, die mich um diesen Vortrag gebeten haben, sind leider heute nicht da, aber wir machen das jetzt einfach trotzdem. Wir haben ja eine Kamera, die hoffentlich auch anständig produziert. Ich weiß nicht, wie viel die Kamera das jetzt gerade ist. Ich möchte über Ansible reden. Ansible ist ein Tool zur Automatisierung von Systemadministratoren-Tätigkeiten. Also insbesondere, wenn man irgendwie verschiedene Server verwalten muss. Das wird jetzt, was ich euch erzähle, relativ spezifisch auf meinen Anwendungsfall sein, obwohl man Ansible noch für ziemlich viel weitere Anwendungsfälle benutzen kann. Mein Anwendungsfall ist der, ich bin kein Systemadministrator, ich bin neben dem Studium Softwareentwickler, aber bin trotzdem verantwortlich für so eine Handvoll Größenordnung von 8 Servern mit überwiegend unterschiedlichen Aufgaben, also da macht schon irgendwie jeder was anderes. Aber manche Dinge sind schon ähnlich, auf den meisten davon läuft irgendwie ein Nginx, die meisten davon haben irgendwie mit Mail zu tun, müssen irgendwie Mails verschicken. Also es gibt gewisse Dinge, die immer wiederkehren. Zum Beispiel werden die gemeinsam, gibt es da gemeinsames Monitoring, gemeinsame Backups. Es gibt Sachen, die man auf jedem neuen Server immer wieder gleich konfigurieren muss. Das finde ich doof. Deswegen, was ich gerne hätte, ist, dass ich die Konfigurationen, die Setups dieser Server in irgendeiner Form weitgehend reproduzierbar habe. Das heißt, mein Mail-Server geht kaputt und ich sage hier, neuer Mail-Server, macht Mail-Server hin. Und nicht, dass ich einfach, nicht, dass ich alles von vorne konfigurieren muss, alles von vorne zusammensuchen muss. Kein Problem. Dazu gehört, dass ich zum Beispiel alle Konfigurationsdateien von aller Software, die auf diesem Server sitzt, gerne an einem Ort hätte. Ich hätte nicht gerne auf jedem Server Konfigurationsdateien, die sich voneinander unterscheiden und wenn der Server weg ist, weiß ich nicht mehr, was ich da konfiguriert hatte, sondern ich hätte gerne meine Konfiguration alle an einem Ort. Und die soll da resümiert sein, ich wüsste gerne, wie sah die gestern aus und die soll da gesichert sein, wenn die Server verloren gehen, etc. Alle Konfigurationen sollen an einem Ort sein. Und dazu gehört eben auch, dass Sachen, die ich immer wieder konfigurieren muss, die immer wieder gleich sind, dann will ich nur einmal machen und nicht zehnmal. So, wie gesagt, Ansible ist auch in anderen Situationen nützlich, zum Beispiel wenn man noch viel mehr Server hat oder noch ein paar weniger, dafür häufiger wechselnde und so weiter. Ich weiß, einige von euch betrifft das, einige von euch sind irgendwo Sys-Admin. Genau. Und die Idee ist einfach, Ansible ist ein intelligentes Tool, das sich über SSH auf diesen Servern einloggt und das macht, was ich sonst machen würde. Beziehungsweise selber rausfindet, was es gerade tun muss. Und um mit Ansible loszulegen, ist relativ einfach. Das erste, was wir brauchen, ist ein Inventar. Ein Inventar ist die Liste der Server, die wir mit Ansible verwalten wollen. Ein Inventardatei sieht sehr kompliziert aus, die könnte nämlich zum Beispiel so aussehen. Also, das ist im Grunde erstmal einfach nur eine Liste von Hosts, die wir mit Ansible verwalten. Und da kann man jetzt noch irgendwelche Parameter hinten dran schreiben, wenn wir uns auf den rechtlichen mit einem anderen Benutzerkonto einloggen wollen, mit dem anderen und so weiter. Und da kann man die Hosts kann man in Gruppen zusammenfassen und was weiß ich nicht alles. Aber im Prinzip ist ein ganz einfaches Inventardatei ist einfach nur eine Liste von IP-Adressen oder Hostnames. Und was kann ich jetzt damit machen? Ich habe hier mal. Zwei. Kann man das gut lesen? Ja, ja, das ist super. So, Bilder auch absetzen. Ich habe zwei Docker-Container hochgefahren, die jetzt hier so zwei Server simulieren, auf denen ist nichts installiert, außer SSH und Python. Das ist alles, was Ansible braucht. Und jetzt kann ich so Sachen sagen wie Ansible. Genau, ich habe hier die Datei cut hosts. So. Ich kann sagen, Ansible, nimm mal diese Datei als Inventar und mache jetzt auf allen Hosts, ping die doch mal an, ob ich mich da erfolgreich verbinden kann. Ich hoffe, das tut jetzt. Ja, es tut. Ich habe von beiden einen Endpunkt zurückbekommen. Oder ich kann sagen, installier mal auf beiden. Ihr seht jetzt, ich schiebe jetzt nicht direkt einen normalen Kommandozeilenbefehl dahin, sondern ich benutze hier so ein Modul namens up. Und installiere jetzt, ich will jetzt einfach mal auf beiden Vim installieren. So, was ich jetzt sagen ist, also Ansible, ich gehe mal, so. Ansible, nimm alle Hosts, führe das Ansible-Modul apt aus und übergebe die Option Vim state installed. Das heißt, Ansible sorgt dafür, dass Vim installiert ist. Wenn es installiert ist, macht nichts. Wenn es nicht installiert ist, installiert es. Das heißt, wenn ich jetzt einfach an alle Server den Befehl schicken würde, installiere Ansible, dann würde installiere Vim, dann würde er dort, wo Vim schon installiert ist,
unnötig Arbeit tun. Ansible versucht erstmal eben rauszufinden, was zu tun ist. Weil, das ist der Unterschied zu einer normalen SSH-Verwendung, ich schreibe nicht hin, was Ansible tun soll, sondern ich schreibe hin, wie der Endzustand aussehen soll. Ich definiere einen Endzustand und Ansible versucht den Weg dahin zu finden. Ja? Du hast gesagt, du hast unterschiedliche Server. Du hast welche für Web, welche für Mail, ja, welche für was auch immer. Definierst du, was Ansible wo machen soll in der Host-Datei? Oder? Nein, also was du hier siehst, ist, ich habe hier wie ich gesagt habe, wo die Host-Datei hergehen soll, habe ich gesagt, all. Mach das, was jetzt kommt, auf allen meinen Servern. Und du hattest erzählt, du kannst die Server in der Host und Gruppen. Genau, ich könnte jetzt statt all eine IP-Adresse hinschreiben oder den Namen einer Gruppe, macht das auf allen Webservern und das auf allen Datenbankservern und so weiter. Das ist jetzt, irgendwie gerade langsam. Und wenn dir dein Mail-Server abbraucht, dann hast du im Prinzip ein Skript irgendwo liegen. Dazu kommen wir gleich. Das ist jetzt erstmal nur so die ganz Basic-Sachen. So. Das dauert jetzt länger als geplant. Tut mir leid. Wahrscheinlich ist das Internet hier gerade langsam und der versucht, wir runterzuladen, zweimal gleichzeitig auf einen Docker-Container wieder laufen. Das heißt, was ihr jetzt gesehen habt, ist ein Ad-Hoc-Kommando. Ich kann sagen, hier, ich habe eine Menge von Servern und bitte sorgt dafür, dass dieser Zustand dort erreicht ist. Also bitte, im Grunde bitte für dieses Kommando öffnen. Das ist ganz nützlich, zum Beispiel, wenn ich überall ein Update installieren will, weil gerade was Wichtiges passiert ist, oder wenn ich überall ein Paket installieren will, oder wenn ich überall in eine Datei kopieren will. Dann ist das ganz geil. Aber eigentlich ist das noch nicht befriedigend, weil eigentlich will ich ja damit meine Konfigurationsdateien verwalten und die muss ich ja irgendwo hernehmen und ich will ja nicht immer diesen Befehl eingeben und so weiter. Deswegen gibt es da einzelne Playbooks. Und ein Playbook ist im Grunde eine Datei, die eben genau eine Ansammlung dieser Befehle ist. Sogenannter Task. Die Datei ist im YAML-Format. Man sieht, wenn man das YAML-Format nicht kennt, kann man das trotzdem lesen. Das ist halt irgendwie so ein Markup-Format, das irgendwie sowohl maschinenlesbar als auch menschenlesbar ganz gut ist. Und was ich hier eben sage, in meinem Playbook ist hier, mach das auf allen Hosts, logge dich da als Root ein, dann, ich habe sagen wir mal den einfachsten Service, oder habe ich die Folie noch falsch? Den einfachsten Service, den mir einfällt, hier, Name, ensure fail to ban ist in sort, apt, name, fail to ban, state in sort. So, hier den Namen habe ich verkackt, da steht noch was von Wimmelz, das war mein altes Beispiel. Und hier rufe ich das Modul apt auf, das eben dafür sorgt, dass dieses Paket installiert wird. Hier rufe ich das Modul copy auf, das eben dafür sorgt, dass diese Konfigurationsdatei von meinem Rechner an diese Stelle auf dem Server kopiert wird. So, das ist jetzt ganz nett, aber noch netter ist, wenn ich jetzt sagen kann, nachdem du diese Datei kopiert hast, starte den Service doch mal neu, ne? Damit er die neue Konfigurationsdatei liest. Aber nur, wenn die sich auch wirklich geändert hat. Das heißt, ich sage hier notify restart fail to ban und ich habe hier unten einen Handler definiert, der heißt eben restart fail to ban und sagt eben meinem System hier, sorg mal dafür, dass dieser Service restartet wurde. Da sieht man so beim Restarten, restartet ist kein Zustand. Etwas kann nicht neu gestartet sein, etwas kann laufen oder nicht laufen. Also da funktioniert das nicht so ganz, mit dem ich definiere einen Endzustand und Ansible guckt, wie es da hinkommt, aber man kann das schon irgendwie hinbiegen. Das heißt, ein Playbook ist erstmal eine Liste von Tasks, die gemacht werden sollen und eine Liste von Handlern, die darauf reagieren sollen, wenn etwas gemacht wurde. Das heißt, jetzt kann ich sowas machen, wie du gefragt hast. Ich kann sagen, okay, installiere folgende Sachen auf allen meinen Webservern, installiere folgende Sachen auf allen meinen Datenbank-Servern und jetzt kommt ein neuer Datenbank-Server dazu, dann tue ich den in die Liste rein und führe das einfach mal aus und das sorgt dafür, dass alles überall richtig ist. Das ist ziemlich cool, aber es wird noch cooler. Ah, ich wollte das doch kurz demonstrieren, bevor es noch cooler wird. Hier, das hat übrigens geklappt. Das hat hier uns den ganzen Output von Apt hinzugefügt, aber es sagt hier zu beiden Posts hier einmal Success und hier einmal Success. So, das Playbook, das ich eben auf den Folien da hatte. Das wäre rot, wenn es nicht rot wäre. Das Playbook, was ich da eben auf der Folie hatte, ist genau das hier. Da stimmt der Name jetzt auch. Und wenn ich jetzt Ansible Playbook minus die Hosts, dann kommt er sich erst auf meine Server ein und guckt, wie ist denn der aktuelle Zustand gerade, was muss ich eigentlich tun, gathering facts. Dann führt er den ersten Task aus, installiert das, dann führt er den zweiten Task aus, kopiert die Datei dahin und dann merkt er, okay, vorhin mein Task, den ich ausgeführt habe und auch ausführen musste, der hat irgendwie so ein Notify gehabt, deswegen starte ich den Service jetzt zu. So, warten wir jetzt nicht, bis das passiert ist. So, noch cooler wird es mit Rollen.
Denn wie gesagt, gerade in meinem Szenario, ich habe nicht einen Server, der nur Datenbank macht und einen Server, der nur Web macht, sondern ich habe vielleicht drei Server, zwei davon machen Mail, einer macht noch, zwei davon haben noch irgendwie Webserver, einer macht noch irgendwie Datenbank und dann läuft auf dem einen läuft vielleicht irgendwie meine Own Cloud, wo meine Kontakte und mein Kalender drin liegen, aber die wiederum braucht, immer wenn ich irgendwo Own Cloud installieren will, will ich da auch MySQL installieren, weil Own Cloud braucht irgendwie MySQL. Und ich habe irgendwie so verschiedene Rollen, die meine Server annehmen. Und genau das ist das Konzept, wie Ansible dieses Konzept nennt, ist, dass ich Roles habe. Roles ist im Grunde eine schöne Möglichkeit, sich diese Playbooks in verschiedene Dateien aufzusplitten. Eine Role ist im Grunde erstmal nur ein Ordner, der aus Unterordnern besteht. Zum Beispiel aus einem Unterordner Tasks, wo ich einfach YAML-Dateien habe mit den Tasks, die ich eben auch in meinem Playbook hatte. Zum Beispiel ein Ordner Handlers, in dem ich einfach meine Handlers definiert habe, wie ich sie eben auch in meinem Playbook hatte. Die kann ich dann auch in mehrere Dateien auftrennen und so weiter. Und dann noch ein paar andere Ordner, zu denen ich gleich komme. In Files könnte ich zum Beispiel Dateien legen, die ich immer dahin kopieren will, wenn ich diese Rolle einem Server zuweise. In Templates könnte ich zum Beispiel, zu Templates komme ich gleich noch, in Vars könnte ich irgendwelche Variablen definieren. Und in Meta könnte ich zum Beispiel definieren, dass diese Rolle eine andere von einer anderen Rolle abhängt. Dass also immer, wenn ich sage, da OwnCloud-Rolle hinspielen, dass dann automatisch auf die Datenbank-Rolle dahin gespielt wird. Und in meinem Playbook sieht das dann plötzlich sehr einfach aus. Ich sage dann einfach in meinem Playbook, alle los, Rollen, MySQL, Nginx. Und dann werden diese beiden Rollen dahin hingespielt. Und das ist ziemlich cool, weil ich muss dann einfach nur noch meine Hosts auflisten und sagen, welche Rollen soll diese Host eigentlich annehmen. Und ich kann diesen Rollen zum Beispiel auch Parameter übergeben. Ich kann zum Beispiel sagen, da soll ein WordPress installiert werden unter der URL und ein WordPress unter der URL. Ich kann hier quasi Variablen an diese Rollen übergeben. Und was das alles so mächtig macht, sind genau diese Variablen. Ich kann zum Beispiel sagen, in meine Rolle soll irgendwie, das ist jetzt meine Rolle, die irgendwie mein OwnCloud oder irgendeine andere Server-Software installiert, die eine Datenbank braucht. Dann braucht ihr einen Datenbank-Benutzer, dann sagt ihr irgendwie, okay, create a MySQL Database-User, aber wie der heißt und was er für ein Passwort hat und was für eine Datenbank, wie die Datenbank heißen soll, übergeben wir dieser Rolle als Parameter. Das heißt, das muss nicht auf jedem Host gleich sein, sondern das können wir in unserer Host-Konfiguration für jeden Host anders festlegen. Was seine volle Macht entfaltet, wenn wir an Templates kommen. Das ist zum Beispiel ein echtes Beispiel aus meiner Nginx-Konfiguration. Meine Nginx-Konfiguration beginnt damit, dass die Worker-Process, also wie viele Prozesse in diesem Nginx in die Arbeit tun, und das soll man für eine gute Optimierung auf die Zahl setzen, die der Prozessor, die Worker-Process soll man auf die Zahl setzen, die der Anzahl Kerne des Prozessors entspricht. Ja, kein Problem, sage ich einfach Ansible Processor Calls. Und wenn ich diese Konfigurationsdatei auf die verschiedenen Server verteile, wird die auf jedem Server entsprechend angepasst. Das ist jetzt eine Variable, die mir von Ansible bereitgestellt wird. Die gibt es einfach, aber ich kann genauso eben meine eigenen Variablen definieren, die für jeden Host unterschiedlich sind, für jede Gruppe von Hosts unterschiedlich sind und so weiter. Das heißt, ich habe nur noch eine Nginx.conf. Und die sieht ja auf jedem Host ein bisschen anders aus und da kommen dann noch andere Dateien von allen möglichen Seiten an. Aber im Prinzip habe ich nur noch diese eine Datei. Und ich kann da nicht nur Variablen einfügen, wem das was sagt. Ginger 2 ist so die de facto Templating Engine unter Python. Ich habe da eine volle Template-Sprache und kann alles machen, was mir irgendwie einfällt. Jetzt habe ich in meinem Beispiel hauptsächlich so Module gehabt, wie irgendwie apt, um ein Paket zu installieren, und MySQL, um einen MySQL-User anzulegen, und Service, um einen Service neu zu stellen. Und das ist meine kleine, reduzierte Auswahl, was bei Ansible so für Module mit drin sind. Also bei Ansible ist schon ein Modul mit drin, um die Pakete zu installieren, Repositories hinzufügen, um Cronjobs zu verwalten, um Docker-Container hoch und runter zu fahren, um Sachen aus irgendeinem Git auszuchecken, um irgendwelche Git-Pakete zu installieren, um MySQL zu verwalten, RabbitMQ zu verwalten. Wenn man jetzt irgendwie irgendeinen Cloud-Anbieter benutzt, sind Sachen drin, um irgendwie hier bei Amazon EC2, einer guten Cloud-Engine oder Amazon S3 oder Webfaction oder Rackspace seine Sachen zu verwalten. Das sind Module dabei, um virtuelle Maschinen zu verwalten, um, ach was weiß ich nicht alles, um die Benutzer auf dem System zu verwalten, um die SSH-Keys auf dem System zu verwalten. Also es ist mir bisher erst recht selten passiert, dass ich irgendwas nicht einfach so mit Ansible Bordmitteln tun konnte. Ja? Also mein Eindruck war, und ich hatte das jetzt, wir haben das gerade in der Firma eingeführt, das Problem an diesen ganzen Modulen, es ist zwar toll, dass es so viele gibt und ja, massig,
die Dinger müssen halt auch up-to-date sein. Zum Beispiel das Docker-Modul frisst bei weitem nicht alle Optionen, die die modernste Docker-Version frisst. Der Pull-Request ist draußen, den habe ich heute geschrieben, aber... Ja, also das Docker-Modul ist, glaube ich, ist das extra, also die sind so ein bisschen unterteilt in die... Ja, aktive extra, so ein bisschen, es ist so ein extra-Modul. Genau. Aber du hast, ja, halt, du natürlich. Hast halt nochmal eine Abstraktionsebene. Natürlich, du hast nochmal eine Abstraktionsebene. Du hast halt einen Layer drüber und dieser Layer, der muss maintained werden. Und ja. Das kann toll sein, wenn das funktioniert. Ja. Oder halt, wobei ich mir da jetzt tatsächlich dann in diesem Python-File ein bisschen umgehackt habe und dann war der Parameter drin. Also ich bin aber ich das war halt Line 1600 irgendwas und es war so ein riesen Monstrum. Also ich hatte das jetzt seit einem Dreivierteljahr sehr aktiv im Einsatz und habe bis jetzt noch nicht mal Python Code anfassen müssen. Dann hattest du wahrscheinlich Glück. Das kann sein. Also ich bin bis jetzt äußerst zufrieden. So, jetzt kann man noch ein paar Sachen mehr, die ich noch nicht erwähnt habe. Zum Beispiel, ich habe jetzt gesagt, ich will meine Konfigurationsdateien alle irgendwo zentral und versioniert haben und am liebsten möchte ich die auch auf allen meinen Rechnern immer zugänglich haben und so weiter. Aber Konfigurationsdateien, da sind ja Passwörter drin. Und da hat Ansible so einen kleinen Helfer, das sind die Ansible Vaults, da kann ich einfach meine Variablen, wo die Passwörter drinstehen, in eine Datei sammeln und diese Datei dann verschlüsseln, sodass die Datei dann immer beim Ausführen des Playbooks entschlüsselt wird. Da werde ich dann nach einem Passwort gefragt, weil ich setze mir das irgendwie in eine Umgebungsvariable oder in den Skript. Das ist ganz nett. Ich kann nicht nur so Händler definieren, die ausgeführt werden, wenn was anderes passiert ist, sondern ich kann in diesen Tasks rumspringen und Bedingungen setzen und was weiß ich nicht alles. Ich kann, wenn ich irgendwie so Amazon Cloud oder so benutze, kann ich mir dynamisch von deren API mein Inventar generieren lassen. Ganz viel anderen Fancy-Scheiß. Es gibt Alternativen zu Ansible. Bekannt sind mir hauptsächlich Puppet, Chef und Salt. Alle drei auch sehr beliebt. Ich habe, bevor ich Ansible benutzt habe, länger Puppet ausprobiert, wurde überhaupt nicht glücklich damit. Das ist von der Architektur ein bisschen anders. Bei Ansible läuft alles auf meinem Rechner und mein Rechner läuft mit meinem Server ein und macht dort Dinge. Bei Puppet hat man einen zentralen Server und auf den anderen Servern läuft eine Software, die sich dann auf den zentralen Server einloggt und sich die Sachen von da holt. Das heißt, man hat überall diese Software laufen, die muss irgendwie überall auf der gleichen Version gehalten werden und ich hatte generell sehr wenig Spaß, Puppet zu benutzen, während Ansible bei mir bisher, wie gesagt, sehr gut funktioniert. Chef und Salt habe ich mir bisher noch nicht angeschaut. Das war es dann auch soweit. War tatsächlich eine Viertelstunde, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ich hätte noch eine Frage. Wie läuft denn das mit Updates? Also quasi im Sinne von, ich habe eine Config-Datei und ich beschließe jetzt auf allen meinen Hosts ein Parameter ändern zu müssen. Ja. Also wie viel Arbeit muss man Ansible konkret machen? Also es ist wirklich nur einfach die Datei abändern, die kopieren, Service neu starten. Und im Sinne von, kann ich dann quasi den gleichen Befehl ausführen, wie auch den ich benutze, um das Ding aufzusetzen? Oder muss ich wieder irgendwelche Updates-Griffe dafür? Wenn ich irgendwie eine Konfigurationsdatei ändern will, dann ändere ich bei mir lokal das Template, das diese Datei generiert, und dann sage ich Ansible Run und dann lasse ich es in Ruhe. Das dauert dann relativ lange, weil ich verwende das gleiche Skript, wie das ich auch zum Einrichten benutzt habe. Das heißt, der muss alle Schritte beim Einrichten prüfen, ob sie noch aktuell sind. Ne? Das frisst ein bisschen Zeit. Aber ich kann ihn einfach dabei reinlassen. Ja. Der Vorteil ist natürlich, du schreibst den Skript einmal. Genau, ich ändere diese Konfigurationsdatei, sage Run und dann weiß ich am Ende, stimmt's. Ja, sonst noch irgendwelche Fragen? Noch eine Anmerkung. Also, ja. Es geht ja meiner Meinung nach in der IT immer mehr in die Richtung Immutable Infrastructure. Also, wenn du jetzt zum Beispiel die Dockerisierungswelle der letzten 2 Jahre oder so anschaust, dann geht es ja immer mehr darum, du möchtest eigentlich nicht deine Services umkonfigurieren, während die Dinger laufen. Das interessiert eigentlich die wenigsten Leute. Du möchtest die Config ändern und du möchtest den Service einfach neu aufsetzen mit dieser neuen Config. Und dafür ist meiner Meinung nach Ansible ein ganz wunderbares Tool, auch in Verbindung mit Docker, um das zu realisieren. Machst du Docker in Ansible oder Ansible in Docker? Na, ich mache Ansible in Docker, widerspricht ja eigentlich der Docker-Philosophie. Ja, eben, deswegen es gab ja früher Leute, die sagten, hey, wir haben Docker, jetzt deployen wir irgendwie in unseren Docker-Container mit Puppet und machen ja, genau, so Docker. Ne? Nein, das geht gar nicht. Also das ist ja auch nicht der Sinn von Docker. Du willst ja einen Image ordentlich haben und einen ordentlichen State da drin. Nee, also ich benutze Ansible tatsächlich zum Orchestrieren der Docker-Container, ja, was heißt Starten, Stoppen und so weiter. Wobei ich da
noch ein bisschen anders jetzt noch vorgehen werde. Also das ist so für die System-Services, aber für unsere eigenen Services werde ich wahrscheinlich tatsächlich eine Datenbank aufsetzen, die den Zustand davon einmal definiert. Dann müssen wir uns nochmal gut überlegen. So ein FCC, das Bau, ich habe es noch nicht, aber ich bin gerade noch in der Visionierungsphase. Ja, und dann wird es ja, da bin ich sehr neugierig. Gut, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit.